Einen wunderschönen guten Tag, meine werten Freunde. Was geht? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich richtig auf dieses Video. Ich sag's so, ich freue mich richtig, richtig hart. Denn manche wissen es vielleicht, Mario Bros. Wonder ist vor wenigen Tagen rausgekommen. Das Video sollte, wenn mich nicht alles täuscht, am Montag rauskommen. Ansonsten wird es am Dienstag rauskommen. Aber ich bin so happy, dieses Video für euch zu machen, weil ja, Mario Bros. Wonder und alles ist wunderschön und ich könnte eigentlich schon jetzt auf den zweiten Screen gehen. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Die Musik. Ihr hört sie, ihr habt den Screen. Und es sollte auch nicht zu laut sein, ich mach's mal trotzdem ein bisschen leiser. Auch hab hier keine Game-Aufnahme. Let's bet. Egal, wir spielen das Game. Jetzt und auch nochmal für euch den Screen so. Ist auch wunderbar. Wirklich cooles Cover. Props zu Nintendo. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen das Game spielen. Dementsprechend, let's go. Und ja, ich mache das Ganze übrigens auf einem Emulator, weil aus irgendeinem Grund kann ich mir das Game nicht kaufen. Aber egal. Einen Spieler, das heißt, könnte manchmal laggen. Wir spielen. Oh mein Gott. Nein, ich würde sagen, wir gehen dann chronologisch durch. Als allererstes Mario. Als diesen Charakter spielen, natürlich. It's-a me, Mario. Kommt jetzt eine Katze hin? Wenn ja, dann gehe ich mit der Cam weg. Oh, doch noch nicht. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Ihr seht den Teil nicht. Na, egal. Macht ihr halt eben so. Mario und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Hey, hallo. Boah, die Grafik. Hey, hallo. Ich kann nicht mit A springen. Oh mein Gott, die Legs. Holy shit. Wait. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube, man kann die Standardattacke irgendwie steuern. Vielen Dank. Super Mario Bros. Wonder. Oh, ich freue mich. Hey, Cam. Die Wunderblume ist das, ne? Wer bist du? Sieht aus wie eine Raupe. Anni ist ja Prinz Florian. Bowser. Nein, es leckt. Okay, nicht zu stark. Okay, ich werde schauen, dass es im nächsten Part nicht mehr so leckt. Bro, was hat der getan? Alles klar, Diggi. Bro, wie riesig aber auch.
Wait, hat er sich nicht mit dem Schloss zusammengetan? What the fuck? Verschwinde, was auch immer du bist, in dein Haus. Das ist sicherer. Er ist eingesperrt. Nein. Oh nein, wie schade. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Okay, es ist Prinz Florian. Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Wie? Du möchtest helfen? Vielen Dank. Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. What? Hey, das Mopsy. Danke, aber der ist ein spielbarer Charakter? For real jetzt? Speichervorgang. Welt 1, Röhrenfelsenwiese. Yo, wie schnell! Hey, lol! Hey, wie geil! Kann man springen? Okay, man kann tatsächlich springen. Okay, cool! Wir haben irgendwie 18 Münzen. Willkommen im Blumenkönigreich. Schwierigkeit, einen Stern und irgendetwas, das aussieht wie eine Rübe. Los geht's. Willkommen im Blumenkönigreich. Drücke B, um zu springen. Drückst du länger, springst du höher. Die Musik. Aber warte, ich muss tatsächlich meine Facecam ein bisschen anders placen, damit ihr auch was seht. Holy shit. So, hier bitte. Schaut es euch an, es ist so schön. Und los geht's. Was habe ich gemacht? Hey, dort pennt ein Goomba, schaut mal. Eine Röhre. Habt ihr gesehen? Die Münze, die Mütze. Oh, ein Wunder. Ja, ein schöner Tag heute. Ey, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gerade für ein Wetter habt. Was ist das? Das Elefanten-Item. Ahaha, wie geil. Ups. Wait. Hä? Ich spritz Wasser? Schaut mal. Hey, yo. Ah, ich kann das aufsaugen, dieses Wasser. Ich mach keinen Bedeutungssprung, kann ich das nicht mehr? Oder liegt das am Elefanten-Item? Kann schon sein, dass er einfach zu fett ist. Ist jetzt böse gesagt, ich weiß. Oh, es gibt ein Pausenmenü. Ah, okay. Ich sehe, also man muss... Okay, ich sehe das jetzt nicht, aber... Man muss eine Dings sammeln. Eine Golfleine nehme ich an. Diese zwei Dinger, die aussehen wie Rüben. Und 3 Zehnermünzen. Was? Sag das nochmal bitte, ich hab nicht zugehört. Ach, ihr sagt's nicht mehr. Echo, okay. Sag das andere bitte auch nochmal. Das wäre sehr nett.
Ah, hallo. Ist auch cool. Und Item, das man schon hat. Ach du Scheiße. Will ich das anfassen? Kommen wir fast an. Oh mein Gott. What the fuck? Die Röhre lebt. Aber das kennt man aus dem Trailer, glaube ich. Die Münze darf ich nicht verpassen. Let's go. Und da ist diese... Ah, das sind Wundersamen. Cool. Tschüss. Okay, das heißt in diesem Spiel wunderbar. Okay. Und wenn man das Level abschließt, bekommt man den zweiten. Okay. Leute, dann merke ich nicht mal in den Sinn gekommen, dass ich den zweiten vergessen habe. Aber dann ist das sehr interessant. Sehr interessant. Alright. Er redet. Prima, wundersam werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Okay. Sagen wir doch mehr. Sicher. Das haben wir abgeschlossen. Sieht man eigentlich, ob das 100% hat? Nein. Sehe ich das hier? Okay, mit Minus komme ich dahin. Aber irgendwie... Ah, da, Level. Ja, das wird dann angezeigt. Okay. Nice. Piranha-Pflanzen-Parade. Während du das Laufen mit B springst, springst du höher. Ja, das weiß ich auch. Ich schau mal da im Hintergrund eine Münze. Wie komme ich da hin? Aber wie geil, ich kann die wegschmeißen. Eine Feuerblume. Oh, wie cool. Da geht's anscheinend auch nicht rein. Ein interessanter Look hat das Game, das kann ich sagen. Bro, aber wie will ich das cutten? Bro, hier ist überall Content und ich irgendwie nicht weiß, wie cutten. Eine rote Röhre. Ah, jetzt sind wir im Hintergrund. Nein, ich will meinen Elefanten mit dem Dings behalten. Geil. Ich hab doch safe eine Münze verpasst. Nein, tatsächlich nicht. Geh rein. Wo kommen wir raus? Ah. Nein. Das war nicht ganz das, was ich wollte. Komm, ihr sterbt. Ich bin so fies und bringe rum. Ja, ne? Das war die zweite. Hier ist eine Wunderblume. Ja, ne? What the fuck? Wo ist sie der Dönse gewesen? Okay. Sollte man das Lied kennen? Ach du Hurensohn. Okay, dann halt nicht. Okay. Ja, bitte gib mir das Item.
Das war ja ein Erlebnis. Ja. Das kannst du laut sagen, Kollege. Ich kann hier nicht rein. Nein. Nice. Let's go. Yay. Bye bye. Ja, geil, sag sogar bye bye. Geil, schaut, ich kann auch wieder voll beendet. Nichts wie hinterher. Interessanter Titel. Drück Y in der Elefantenform, dann Rüssel zu schwingen. Das geht sogar beim Ducken. Wir haben ihn rausgefunden. Komm her, Bro. Ich hab Y gedrückt, ich sag's euch. Schade, dass man in dem Game aber nicht rollen kann. Aber trotzdem cooles Level. Oder Game, besser gesagt. Yes! Hey, er hat unsere Coin! Komm her! Bro, es nimmt mir das nie an. Aber wir haben hier einen Koopa. Was geht? Oh Gott. Ach so. Let's go. War das die zweite? Ja, das war die zweite. Das heißt, wir haben noch nichts verpasst. Ich glaube chronologisch, wenn ich das richtig sehe. Nicht da hinein. Da hinein. Okay, ich kann hier nicht rein. Scheiße. Bitte zerstör mir das. Vielen Dank. Jetzt muss aber sterben. Sind alle drei. Okay, wir haben die Wunderblume. Und wir haben einen Stern. Wir haben hier diesen Stern. Nein, nein, nein. Ich bin. Er hat die Wunderblume. Wonderful. Nice. Sehr nice. Oh, sie sterben doch, okay. Let's go. Und da hätten wir dann auch das. Wie sieht's aus mit der Zeit? 18 Minuten. Passt. Nice. Und damit hätten wir auch das Level zu. Ich glaube 100%. Yes. Ist ja alles 100%. Das Baum. Oh, ho, 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 das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervoller Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde. Und stärker. Und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Guahahaha. Dieser elende Bowser, er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Ah, nimm mir da vorne doch eine Propellerblüte, um ihn aufzuschließen. Ich seh's jetzt mal wieder nicht, tut mir leid. Ach, aber... Es wird eh eine Katze sein. Tada!
wird das Open World? Jo. Spitzenklasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Also, okay, aber ich will jetzt nicht damit protzen, so. Ich meine, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, mein Vater sitzt im Schloss. Ich glaube, ich bin ein bisschen, ja, verstört fast schon. Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn auch noch aufhalten kann. Hehe. Okay. Interessant. Das wird immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Ah, jetzt weiß ich. Wir sollen das einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig. Da können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Okay. Na dann, schauen wir mal. Und... ja, sie können... Du bist was? Abzeichen der Röhrenfelsenwiese. Abzeichen? Es gibt Abzeichen. Hm. Na, mal schauen. Ist hier alles in Ordnung? Ja, ich hatte solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Oh, Abzeichen. Die verleihen einen durch sicher verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Mal schauen. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher etwas damit anzufangen. Ja, sicher. Sieht geil aus. Toll, ich wollte ja immer schon eins haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Oh, er ist ein Popling, das hier jetzt gerade ist. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Tschüss. Oh mein Gott. Alright, welcome back. Falsche Mütze. Drück in der Luft R oder schüttle den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen. Und deinen Fall zu verlangsamen. Mal schauen, geht das? Oh. Oh, da kommen Münzen. Ich hab ein bisschen zu viel Speed, aber egal. Bisschen zu viel Speed drauf, aber egal. Haben wir. Bitte unten, bitte unten. Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Also ich meine die Untertitel mit bitte unten. Aber das ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Aber da gibt es hier genug. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. L. Ah. Und dann sehen wir hier schneller, wo hier alles ist. Sehr geil. Einen Galopterus hält gar nichts auf. Roll, roll, roll. Reißt zusammen. Ach so, ja gut, das ist nur mit dem Internet. Gut, das brauchen wir nicht. Immer geradeaus. Und was bist du? In diesem Laden blickt jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlt werden mit Blumenmünzen. Sogar sind so. Erhalte für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Finde ich jetzt nicht so wundersam. Ja, klar. Kaufen. So. Komm gern jederzeit wieder. Sure, I guess. Was bist du denn? Ah, okay. Ja, dann. Let's go, würde ich sagen. Ein Galopterus hält gar nichts auf. Schwierigkeit: eine Münze. Gut, haben wir nur das Abzeichen. Auf dem Rücken mancher großer Gegner kannst du sogar stehen.
Nur so zur Frage, kann ich doch umbringen? Ja, tatsächlich. Ach, den habe ich jetzt nicht gesehen. Wie unfair. Das war knapp. Kannst du laut sagen. Komm, zerstört mir das. Das ist cool, wenn ihr da rauskommt, bitte. Hey, ist ja voll. Also ich will ja nichts sagen, aber diese Mütze ist ja eigentlich unendlicher Wandsprung, ne? Kann ich nicht rein, okay. Der Baum ist langweilig. Okay. Ah, jetzt habe ich die Münzen verpasst. Okay, da gibt's nix. Feuerblume. Da ist etwas drinne. Was seid ihr denn? Ich komm, geh da rauf. Die Wunderblume. Dann wird doch so sicher etwas verpasst. Lauf. Scheiße. Komm. Was machst du? Ja gut, ist jetzt egal. Mach jetzt einfach safe die dritte. Ah nein, ich hab die dritte Münze. Woher habe ich die dritte Münze? Hä? Das Ziel ist weg. Ich sag's euch, das Ziel ist einfach weg. Ganz schön wild, oder? Ja. Man kann's so nennen. Was sind wir eigentlich? Wo ist das Ziel? Du. Was? Drei? Dann haben wir eine verpasst. Ach, jetzt müssen wir das ganze Post. Ach, jetzt muss ich nochmal da rein und die suchen. Och nee. Okay, gut, ja dann gibt's vielleicht halt eben einen kurzen Cut und wir sehen uns dann wieder. Oh mein Gott, Freunde, ich hab das realisiert. Und es ist so dumm, dass ich mich ärgere. Ihr wisst ja, dass ich, ja, hier im Level bin. Und ich habe gesagt, ich will das suchen gehen. Aber diese Minuten hat das Level gerannt und hat diesen Wundersang gesucht und sie nicht gefunden. Weil ich zu dumm war und vergessen habe, dass man die Wundersammlung am Ende des Levels kriegt. Und ja, ich habe sie jetzt natürlich extra nicht eingesammelt, aber die Frage ist jetzt, wie komme ich denn da hin? Ach so, mit ihm, natürlich! So. Man bekommt den natürlich am Ende des Levels, ich Idiot. Ich habe mich gefragt, wie komme ich denn da hin? War klar. Klar kommt man so dahin. Wieso kann mir das nicht. Wieso habe ich mich nicht daran erinnert? Ah, du hast also einige Wundersamen gesammelt. Die können uns bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanze befindet. Nein. Rolf. Was ist das? Schwierigkeit, Stufe 2. Ab deiner Erwähnung noch nur eins, halte B gedrückt und wann Gegner landest, um hoch in die Luft zu springen. Doch jetzt erstmal ein Item.
What? Oh mein Gott, der Safe. Das aber jetzt per Zufall gefunden. Meine Nase. Hier ist einfach stark. Ach mein Gott, du bist so. Ah, die können so rollen. Nein, 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 nein. Komm zurück. Nein. Naja, egal. Der erste tot in dem LP. Dafür war auch ein sehr interessanter. Ah, die Münzen haben aber gespeichert. Diesmal aber. Nice. Und wieder das Elefantenabzeichen. Let's go. Selbst etwas verpasst. Aber wieder ein Item auf Spear, sehr gut. Auch nicht, okay. Was ist das? Weiteres Item. Nix. Nein. Okay. Ja, ich habe was verpasst. Ach nein. Wo? Wo habe ich was verpasst? Sollte ich denn was verpasst haben? Hätte ich dort runter gemusst? Gut, dann werde ich das halt eben dann später nachschauen. Ja, hallo. Okay. Doch nicht, wie es mir scheint. Wie es der Zufall so will, habe ich das per Zufall gefunden. Wow. Sehr interessant. Diese Wunderblume. Jetzt gleich nicht mehr. Oh mein Gott. Zeitlimit. Oh mein Gott, was für ein... Ich kann es dir auch nicht sagen. Er hat die Wunderblume. Gib sie mir. Oh mein Gott. Was ein Fiebertraum. Aber jetzt können wir eigentlich nur noch bis zum Ziel laufen und let's go. Nice. Level beendet. Schau, der hat ihn sogar so ein bisschen abgespritzt. Nicht in diesem Sinne. Definitiv nicht. So, und wie lange geht jetzt die Aufnahme? Ist jetzt eine gute Frage.
Sie geht. Ja, so roundabout 35 Minuten. Okay, ja, gut. Muss ich dann manches noch ein bisschen rausschneiden, wahrscheinlich. Nein, ich weiß, ich werde natürlich etwas rausschneiden. Aber Freunde, dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es heißt, Kamitendo spielt Super Mario Bros. Wonder. Ich muss unbedingt schauen, nicht mehr so viel mit meinen Händen hingehen, zu machen. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Und ciao, ciao. Kamitendo.